Also Ihnen ist allen bekannt, der Untertitel des Marxenkapitals lautet Kritik der politischen Ökonomie. Und dieser Untertitel, das kann man ohne Übertreibung sagen, ist 50 Jahre lang ignoriert worden. Also Bernstein, Kautsky, wie sie alle heißen, die bekannt, Rosa Luxemburg auch, Hilferding, nicht, die haben sich mit diesem Thema nie beschäftigt, was heißt eigentlich hier Kritik und in welcher Weise ist die politische Ökonomie eben kritikbedürftig und was ist eigentlich das Objekt dieser Kritik? Geht es also um eine Kritik von Dogmen, Kritik von Lehrbüchern, von Lehrmeinungen, von Schulen? Und wenn es sich nicht um eine Theoriekritik handelt, ja, welchen Sinn hat dann dieser Begriff Kritik? Also diese Frage ist nie diskutiert worden. Und der Erste, der diese, sich damit auseinandergesetzt hat, ist nicht, wie ich noch vor einigen Monaten in Frankfurt sagte, der Georg Lukács, der sicherlich auch, aber schon vor Lukács und in gewisser Weise eigentlich treffsicherer, hat dies der Karl Kosch herausgearbeitet. Kernpunkte des historischen Materialismus. Und Kosch, der Lehrer von Bert Brecht, viele werden das sicherlich wissen, hat eine ganze Reihe von Notizen zusammengestellt, wahrscheinlich als Unterlage seiner Privatvorlesung für Bert Brecht. Und die sind dann später erschienen, nach seinem Tode, 1967, unter dem Titel Karl Marx in der europäischen Balanceanstalt. Nach wie vor ein sehr lesenswertes Buch. Und da hat er also herausgestellt, Kritik, so klar hat er es allerdings nicht geschrieben in der frühen Arbeit, der politischen Ökonomie ist Kritik des ökonomischen Fetischismus. Aber was heißt das, Fetischismus? Ein Jahr später erschien dann also Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein und ja, Ende der, 20er Jahre wurde das von einigen Autoren aufgenommen. Und zwar hat das dann der Herbert Marcuse getan in seinen Studien über die Frühschriften und dann Karl Löbit hat sich ebenfalls dieser Position zu eigen gemacht. Wer war es noch? Löbit. Ja, und dann natürlich der Horkheimer. Aber eben erst 34, 35. Wie gesagt, also erst ab 1922 wurde das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Was heißt Kritik der politischen Ökonomie? Nun muss man sich nur daran erinnern, dass Marx 8 Jahre vor dem Kapital, also das Kapital ist 1867 erschienen und 1859 erschien seine Schrift zur Kritik der politischen Ökonomie. Das heißt, die erste Darstellung der Wert- und Geldtheorie in dieser Schrift von 1859 hatte keinen Untertitel. Der Untertitel war der Haupttitel. Nicht, dass, es ging da natürlich selbstverständlich auch und gerade um die Entwicklung des Begriffs Kapital, des Kapitals im Allgemeinen, aber unmittelbar nicht, hieß diese Schrift zur Kritik der politischen Ökonomie und die Dogmenkritik, die war in dieser ersten Schrift in Exkursen zusammengefasst. Das heißt, es war ganz offenkundig, dass diese erste Darstellung zur Kritik der politischen Ökonomie sich nicht bezog auf Lehrbücher, auf ökonomische Dogmen und Lehrsätze. Diese Schrift behandelt nur Ware und Geld und war aufgegliedert nicht in einen Hauptteil und in Exkurse.
Nicht? Und die Exkurse hießen dann zur Theorie der Maßeinheit, zur Theorie der Umlaufmittel und Historisches zur Ware. Der Sache nach war es Historisches, nicht zur Werttheorie. Also Kritik an Ricardo und Smith. Das alles, diese Kritik, nicht, die war also in einen Anhang verbannt. Ja, was war, dann stellen Sie sich die Frage, ja, was bildet dann den Gegenstand der Kritik im Hauptteil? Nicht in diese Frage, die diskutiert worden. Wer nun also mit den Briefen vertraut ist, ja, kann die Frage beantworten, aber aus dem Werk selbst ging es nur mittelbar hervor. Aber ich kann das mal schlagwortartig so formulieren. Merz ist der erste Autor gewesen, den es eingefallen ist, so triviale Dinge wie Mark, wie Ware und Geld, wie soll man sagen, dialektisch zu behandeln, um es mal zugespitzt so auszudrücken. Aber nicht nur dies, der vor allen Dingen das sogenannte Geldrätsel thematisiert hat, schon in dieser frühen Schrift. Und es gab also nicht nur das Geldrätsel, das ist schon etwa 100 Jahre vor Marx diskutiert worden. Er schließt eigentlich nur an die bekannten Kontroversen über Wert und Geld. Sondern Marx ging noch einen Schritt weiter und spricht vom Fetischismus der Ware bekanntermaßen. Und beide Kategorien, Ware und Geld, die nennt er in dieser ersten Darstellung zur Kritik der politischen Ökonomie reelle Mystifikationen. Das heißt, die Ware ist eine reelle Mystifikation und ebenso das Geld, selbstverständlich das Kapital, aber vom Kapital ist in der ersten Darstellung noch nicht die Rede. Bricht ab also mit der Darlegung, schließt mit einer Kritik der traditionellen Geldtheorie. Aber im Anhang, wohlgemerkt. Was heißt das? Reelle Mystifikation. Das ist ein Gegenbegriff eigentlich, könnte man sagen, zu den religiösen und theologischen Mystifikationen. Also die theologischen Mystifikationen, nicht, das ist, ich komme darauf gleich zu sprechen, die heilige Dreieinigkeit und in der Schrift zur Kritik des hegelischen Staatsrechts. Da hat er erstmals unterschieden zwischen verschiedenen Kritikbegriffen. Also Kritik ist nicht gleich Kritik. Also es ist ein vieldeutsches Wort. Ich empfehle den entsprechenden Abschnitt Kritik in den historischen Wörterbuch der Philosophie. Nicht da werden die verschiedenen Bedeutungen von Kritik entfaltet. Und die ursprüngliche Bedeutung, an die knüpft auch Marx an, Kritik kommt von Grinein. Und Grinein heißt unterscheiden. Es wird auch als Substantiv verwendet und heißt dann Unterscheidungsvermögen. Und in einem der frühen Aufsätze von Marx, da hat er dann tatsächlich Kritik als Scheidekunst thematisiert. Und dieser Begriff der Scheidekunst ist, so viel ich weiß, erstmals von Kant verwendet worden. Und wohl erstmals nicht in der theoretischen, sondern in der praktischen Vernunft. Es soll geschieden werden bei Kant das Rationale und das Empirische. Und sofern also beides durcheinandergeworfen wird, nicht, ist die Kritik herausgefordert. Und das ist ein zentrales Kritikmotiv auch bei Marx geblieben, dass er nämlich der Schulökonomie vorwirft, also auch selbst Marx, selbst Smith und Ricardo, dass sie mangelhafte Unterschieden haben, zwei Grundbegriffe. Das können Sie sich vorstellen, was das für Begriffe sind in der Ökonomie, nämlich
Gebrauchswert und Wert. Nicht, das geht alles durcheinander, wird immer durcheinander geworfen, wird vermischt, obwohl es darauf ankommt, beide nicht in einer Einheit zu fassen, beide widersprechenden Begriffe in einer Einheit zu fassen. Und Marx ist wohl auch der Erste gewesen, der diese Frage der Einheit von Widersprechenden thematisiert hat. Und diese mangelhafte Unterscheidung von Wert und Gebrauchswert wirkt sich dann also verhängnisvoll aus in der Kapitaltheorie. Auch da wird mangelhaft unterschieden zwischen der physischen Produktivität des Kapitals nicht und der Wertproduktivität des Kapitals. Nicht, das alles wird durcheinander geworfen. Und Sie kennen alle sicherlich den Begriff der Produktionsfaktoren. Es gibt die drei Produktionsfaktoren. Marx spricht ironisch von der heiligen Dreieinigkeit der Ökonomie. Der Produktionsfaktor Arbeit, Kapital und Boden. Und auch diese Unterscheidung beruht auf einer ökonomischen Verwechslung. Den Ausdruck verwendet Marx auch. Er spricht also von der ökonomischen Verwechslung der Ökonomie, der Volkswirtschaftslehre, nicht, dass sie eben Wert und Gebrauchswert, dass, wenn Sie wollen, das Empirische und das Rationale, das Sinnliche und das Übersinnliche fortwährend durcheinander werfen. Verhängnisvoll wirkt sich das also aus in dem Aufbau nicht der heutigen Lehrbücher. Nicht finden Sie also natürlich Abschnitte über den Begriff der Produktion und den Begriff der Produktionsfaktoren. Und unter Produktion versteht man ja etwas anderes als die technische, die physische Produktion. Nicht die Herstellung von etwas, die Herstellung eines Gebrauchswertes. Ja, aber das ist nur eine negative Bestimmung. Nicht, wenn es nicht die Produktion im engeren Sinne ist, was bedeutet dann eigentlich Produktion? Was bedeutet Wirtschaft? Nicht auch in diesem Begriff wird das thematisiert. Und man kann sich nicht einigen. Nicht, das heißt, das große Problem der Volkswirtschaftslehre ist auch das Problem des Gegenstandes. Sind es Handlungen? Und wenn es nicht nur Handlungen sind, Wahlhandlungen, Wertschätzungen und so weiter, was ist dann sonst noch? Kommt dann sonst noch als Gegenstand in Frage? Und da würde Marx sagen, Kategorien. Aber was sind Kategorien? Das ist ein sehr schwieriger Begriff. Marx hat diese Theorie der Kategorien nicht ausgearbeitet. Es gibt gegensätzliche Bestimmungen von Kategorien, die sich aber ergänzen. Einmal bedeutet Kategorie objektive Gedankenformen. Und das unterscheidet die Kategorie vom Modell der Ökonomen. Und dann wiederum ist die Kategorie eine Daseinsbestimmung, Existenzform, Daseinsbestimmung. Lukács hat vor allen Dingen diesen zweiten Punkt immer wieder herausgestellt. Und wenn Sie diese beiden Bestimmungen sich vergegenwärtigen, dann ist es klar, dass wir es in der Ökonomie mit subjektiv-objektiven Formen zu tun haben. Nicht, also, dass diese Kategorien im Grunde genommen diesen alten Subjekt-Objekt-Gegensatz, der für sämtliche methodologischen Arbeiten nicht der deutschen Ökonomie ein unüberwindbarer ist. Nicht, also geht es eigentlich immer um die Frage in der Methodologie Theorie und Realität. Nicht, so heißt eine bekannte Aufsatzsammlung von Hans Albert. Während es eben darauf ankommt, diese eigentümliche Verflechtung von subjektiven und objektiven Momenten in der Kategorie zu thematisieren. Vielleicht kennen viele von Ihnen diese eigentlich berühmte, in Frankfurt berühmte Formulierung aus dem zweiten Kapitel des Kapital, wo er von einer eigentümlichen Verkehrung spricht und auch von einem Widerspruch spricht, nämlich von der Subjektivierung oder Personifizierung der Sache und der Versachlichung der Person.
Nicht? Also wenn man das zu Ende denkt, diese Formel, nicht diese Korrelation von personifizierter Sache, das sind die Kategorien. Nicht? Also dass die Ware und das Geld und das Kapital erscheinen als personifizierte Dinge, wie Marx auch sagt. Und dem entspricht natürlich die Versachlichung der Person. Nicht, das heißt, die Personen in der Ökonomie treten auf als Unternehmer, als Arbeiter, als Grundbesitzer. Und beides bedingt sich wechselseitig. Nicht, das ist diese merkwürdige Verschlingung. Dies alles gehört natürlich eben zum Begriff der Kategorie. Und daran erkennt man natürlich, wie schwierig es ist, den Begriff Kritik der Kategorie zu formulieren. Merkwürdigerweise gebraucht Marx nur ein einziges Mal im Kapital den Begriff Kritik der Kategorie, merkwürdig. Und zwar im Zusammenhang nicht mit dem Begriff Preis der Arbeit. Nicht Preis der Arbeit, nicht, das ist eine irrationelle Form des Preises. Es gibt also die Unterscheidung von rationellen und irrationellen Formen, die der Ökonom nicht kennt und sich ausdrücklich verwahrt. Es gibt hier in der Bundesrepublik einen sehr bekannten linken Ökonomen, der sehr viele Bücher über Marx geschrieben hat, nicht über Marx, aber eben über Themen des Marxismus. Und mit dem habe ich einmal diskutiert und wir traten dann auch im Briefwechsel. Und da hielt ich ihm vor, nicht, dass er diese wichtige Marxische Unterscheidung von den rationellen und irrationellen Formen des Preises ignoriert. Und daraufhin schrieb er mir, du kannst dir vorstellen, was ich meine. Der Ziel ist aber kein Jahr. Ja, er steht zur Ortsmarxist. Gut, der Name ist dir gefallen, also Zinn war das. Und da schrieb er mir, sehr offenherzig, also wenn er diese Begriffe gebrauchen würde, nicht, dass also der Lohn eine irrationelle Form ist, eine irrationelle Form des Preises, also Preis der Arbeit, so nennt man das. Preis eines Produktionsfaktors, nicht, darauf läuft das ja hinaus, dann würde er sich aus seiner Fakultät hinaus katapultieren. Und so ist es wahr. Aber es ist nicht ganz unbekannt geblieben, nicht, dass der Preis ein vieldeutiges Wort ist, ein mehrdeutiges, vieldeutig nicht, aber ein mehrdeutiges Wort ist. Also der gegen Keynes bekannteste Ökonom des 20. Jahrhunderts, Joseph Schumpeter, der hat das gesehen. Und zwar im Zusammenhang mit dem Preis als Zins des, mit dem Zins als Preis des Kapitals. Und da schreibt er ausdrücklich in seinem Geldbuch, es sei nicht zu verkennen, dass man hier den Begriff des Preises in einem ganz verschiedenen Sinne verwendet. Und dass es sehr schwierig ist, den Preis des Kapitals rationell zu fassen und ihn zu unterscheiden, aber auch zu beziehen auf den ursprünglichen Sinn von Preis, nämlich als Preis von Waren. Preis des Kapitals, nicht, würde Marx sagen, das ist eine Formel, die er häufig verwendet, Wert des Werts oder Wert in zweiter Potenz, gleich Kapitalwert. Und in dieser Formulierung nicht, ist enthalten ein Selbstverhältnis, das in Kapital, im Begriff des Kapitalzinses, also Kapitalzinses, das ist in der bürgerlichen Terminologie ein gebräuchlicher Ausdruck, marxistisch gesehen ist es natürlich nichts anderes als der Mehrwert. Der Mehrwert auch gegliedert, also in Unternehmerlohn und Profit. Das nennt also dies der bürgerliche Ökonom Kapitalzins. Das ist also ein sehr weit gefasster Begriff. Und man vermag sich nicht zu einigen über den Ursprung nicht dieses Begriffs.
über den Ursprung nicht des Kapitalzinses. Was ist die Quelle? Was ist die Quelle des Kapitalzinses? Solche Formulierungen finden Sie häufig in den Lehrbüchern. Und da ist natürlich eben halt in diesem Kontext wird es ganz offenkundig, dass die Ökonomie keine Methode besitzt. Diese Quelle, das sind ja alles Metaphern, nicht? Das sind alles Bilder, über diese Quellen eine allgemeingültige Aussage erarbeiten zu können. Es gibt also zahllose Kapitalbegriffe und damit auch zahllose Begriffe über den und Spekulationen, genauer gesagt, über den Ursprung nicht des des Zinses. Denn man muss dann ja, um dem auf den Grund gehen zu können, was die Quelle des Zinses ist, den sogenannten Geldschleier wegziehen. Und dann kommt man erst auf den Begriff eines Naturalzinses. Und dieser Begriff ist natürlich also auch innerhalb der akademischen Ökonomie umstritten. Also einer der bekanntesten Ökonomen, der Oskar Morgenstern, der schrieb einmal, das sei ein Unbegriff, ein Pseudobegriff, dieser Begriff des natürlichen Zinses. Er müsste natürlich auch sagen, und Hans Albe, der tut das auch, dass der, auch der Begriff des Mehrwertes ein Unbegriff ist. Ein Pseudobegriff. Denn er lässt sich ja nicht empirisch verifizieren, jedenfalls nicht unmittelbar. Wie man ihn überhaupt begründen und entwickeln kann, das ist eben das Problem der Methode. Wie kann ich also nicht empirische Faktoren allgemeingültig begrifflich entwickeln, methodologisch überzeugend entwickeln? Und darauf hat die Volkswirtschaftslehre bis heute keine Antwort. Insbesondere die positivistisch orientierten Ökonomen müssen ja solche Begriffe meiden, nicht hinter den Schleier schauen. Sind ja alles irgendwie sind das Metaphern. Man sagt dann gut, wir konstruieren dann eben gewisse Modelle, aber in welchem Verhältnis stehen die Modelle dann zur Realität? Dann kommt immer diese Frage auf. Also kommen wir zurück nicht auf das Problem, auf die Frage der Kritik. Also, das ist eine Bedeutung von Kritik, unterscheiden. Scheidekunst, nicht ökonomische Scheidekunst. Und es gibt weniger im Kapital, aber in dem zweiten Rohentwurf, da gibt es eine ganze Reihe von Formulierungen, die eben diesen ursprünglichen Sinn von Kritik als unterscheiden, verdeutlichen. Zum Beispiel Verwechslung oder Mangel von Unterscheidung. Nicht so heißt es also im Megaband 3.5. Kritische. Horkheimer schreibt übrigens auch wortwörtlich im Band 12, also im Briefwechsel allerdings nur. Kritik ist unterscheiden. Nicht, da hat man diesen ursprünglichen Sinn. Aber Kritik hat natürlich noch eine andere Bedeutung, hat mehrere Bedeutungen. Das liest man also auch in dem Stichwort Kritik in dem historischen Wörterbuch. Denn die Formel Kritik der Kategorien, die findet sich nicht bei Kant, aber bei Hegel. Und zwar in dem ersten Abschnitt der Logik, genauer gesagt in der ersten oder zweiten Anmerkung zum Abschnitt sei nichts werden. Nicht? Da präsentiert er also seine Analyse als eine Kritik der Kategorien. Also der Begriff stammt nicht unmittelbar von Kant. Aber natürlich ist auch die hegelische Verwendung dieses Begriffs geschieht natürlich im Anschluss an Kant. Aber es ist eine kritische Fortbildung. Also Sie haben schon die zweite Bedeutung von Kritik der Kategorien.
Und all diese Dinge, die sind im traditionellen Marxismus nicht diskutiert worden. Und deshalb treten natürlich auch Begründungsmängel auf in der traditionellen marxistischen Ökonomie, nicht nur in der akademischen. Auf der anderen Seite diejenigen, die das zum ersten Mal geltend gemacht haben, waren entweder Philosophen oder wie der Herr Marcuse oder Juristen. Der Karl Kosch war Professor für Arbeitsrecht an der Universität Jena, aber hat sich sehr intensiv mit Philosophie beschäftigt. Aber es waren keine Fachökonomen. Und unsere Philosophen, unsere Frankfurter, hatten allerdings, das darf man, das sollte man nicht vergessen, im Nebenfach immer Ökonomie studiert. Also Horkheimer hatte im Nebenfach Ökonomie. Marcuse ebenfalls. Adorno, ja, das ist kaum bekannt. Also Adorno hat sich sehr intensiv auch in seiner Jugendzeit mit dem Marx und Kapital beschäftigt. Es war nämlich so, dass ein bedeutender Statistiker, der Begründer nicht des statistischen, der volkswirtschaftlichen Büros der Republik Polen, das war ein statistisches Büro, das hat der betreffende, von dem ich gleich sprechen werde, begründet und wurde dann auch Ökonomieprofessor in Frankfurt, nämlich der Henrik Grossmann. Also Grossmann hat in den 20er Jahren, zu Beginn der 20er Jahre in Warschau gearbeitet, hat dieses Zentralbüro begründet und ging dann nach Frankfurt an das Institut für Sozialforschung. Ich will jetzt nicht die Geschichte erzählen, nicht diese interessante Geschichte des Instituts für Sozialforschung, das von einem Millionär gestiftet worden ist. Und die ersten Mitglieder dieses Instituts, nicht, das waren Politologen, Soziologen und Ökonomen. Der bekannteste Politologe war, ich weiß nicht, ob ihm der Name bekannt ist, der Kundschafter der Komintern in Tokio, der Stalin warnte vor dem Überfall und erfolglos warnte, nämlich der Richard Sorge. Also Sorge war also längere Zeit Mitglied des Instituts. Er hat sich der KP angeschlossen und ist dann untergetaucht. Nicht? Und nie hatte er, wurde erstmal Journalist bei der FAZ, übrigens, bei der Zeitung, so kam er nach Japan. Ja, und dann eben ein Ökonom namens Grossmann aus Warschau. Und dieser Henrik Grossmann, der hielt Vorlesungen über Marx. Machte Seminare und Adorno hat diese Seminare besucht. Und deswegen sprach Adorno häufig von meinem alten Lehrer Grossmann. Also diese Formulierung habe ich öfters gehört bei ihm im Seminar. Er stimmte nicht mit ihm in allen Punkten überein, aber auch sehr stark beeindruckt von der Krisentheorie Grossmanns. Henrik Grossmanns. Horkheimer hat immer einen gewissen Abstand, wohl offenbar. Horkheimer ist ja erst 1930 Direktor geworden. Und Grossmann kam als Ökonom schon, wie gesagt, 1923, 24 ins Institut. Und so gab es eine gewisse Spannung zwischen Horkheimer und Grossmann. Und Horkheimer hat dann in der Emigration, beide sind emigriert, nach New York, nicht? Da haben sie auf die Arbeit fortgesetzt am Institut. Und da kam es zu lebhaften Meinungsverschiedenheiten zwischen Grossmann und Horkheimer. Ich bin erst vor etwa 6, 8 bis 8 Wochen auf einen Brief aufmerksam geworden
obwohl der Brief bereits schon 96 oder 98 veröffentlicht worden ist. Ich hatte ihn auch angelesen, habe aber aus irgendwelchen Gründen die Lektüre abgebrochen. Und erst vor ein paar Wochen lese ich ihn zu Ende und finde hochinteressante Dinge. Nämlich, das ist eine harsche Abrechnung. Horkheim muss mit Grossmann. Und so wird Grossmann, den er als Fachökonom respektiert hat, zurechtgewiesen, nicht, dass er sich nicht in Hegel eingearbeitet hat, und dass ihm dann sehr viele Schnitzer unterlaufen. Er kennzeichnet den Grossmann als einen linken Positivisten. Und Positivisten nicht in Frankfurt, das war beinahe ein Schimpfwort. Aber damit hat der Horkheim es wirklich auf den Begriff gebracht. Grossmann war ein linker Positivist und verwechselte Positivismus und Dialektik. Nicht, das war also alles seine philosophischen Überlegungen waren, also sehr elementare, man kann sagen naive. Deswegen konnte der Adorno sich natürlich nicht identifizieren mit seinem Lehrer Grossmann, hat ihn auch kritisiert. Aber wie gesagt, teilweise doch respektable Kenntnis Adornos, nicht der Marx-Krisentheorie, ist zurückzuführen eben auf die Vorlesung Henrik Grossmanns. Sie gerieten dann auch politisch aneinander. Grossmann ging 1946 nach Leipzig. Und 1949 war er schon tot. Wie? War schon tot. Also dann ist er wohl 48, nicht? Ich weiß nicht, ob er eine Vorlesungstätigkeit aufgenommen hat in Leipzig. Denken Sie an Ernst Bloch, nicht, der ja auch fast zur gleichen Zeit nach Leipzig gegangen ist. Und so hatten sie sich also auch politisch dann überworfen. Horkheim, Adorno einerseits und Grossmann, Bloch andererseits. Das ist diese Spannung von dialektischen und positivistischen Interpretationen des Kapitals, nicht die existiert bis heute. Will ich Sie gleich mal aufmerksam machen auf das wohl wichtigste Dokument, das hinführte zu dem, was man heute auch die neue Marx-Lektüre nennt. Nämlich ein Referat von Alfred Schmidt auf einen Kongress in Frankfurt. Der Erkenntnisbegriff der politischen Ökonomie. Und dieses Referat, das möchte ich Ihnen auch heute noch empfehlen, ist nach wie vor sehr lesenswert. Er hat es nun gehalten auf einem Kongress 100 Jahre Kapital in Frankfurt. Wo habe ich denn jetzt dieses Buch? Hier ist es. Und dieses Buch ist erschienen hier in einer roten Reihe in der Europäischen Verlagsanstalt. Das sind ungefähr fast an die 20 Bücher erschienen, aber aus Dolzke mit Reichel ist auch erschienen in dieser Reihe. Ich glaube, es war der erste Band. Der Titel dieses Buches heißt aber eigentlich nicht Kapital, 100 Jahre Kapital, sondern man hat das umgekehrt. Man hat hier erstmals den Untertitel zum Haupttitel gemacht. Das heißt, der Haupttitel heißt Kritik der politischen Ökonomie heute. Untertitel 100 Jahre Kapital. Und das waren wir schon erstaunlich. Zum ersten Mal hat man hier in der Geschichte des Marxismus diese Verkehrung vorgenommen, die eigentlich auf den ursprünglichen Ansatz zurückgeht. Vom ursprünglichen Ansatz her gerechtfertigt werden kann. Denn 1859 hieß die erste Schrift Kritik zur Kritik der deutschen Ökonomie. Albert Schmidt hat also im Anschluss an Horkheimer dieses Thema
erstmals in der deutschen Nachkriegsgeschichte angesprochen. Das heißt, diese Arbeiten von Kosch, Marcuse, Löbet, nicht die waren ihre Nachkriegszeit vergessen. Kannte niemand. Aber auch die Autos von Horkheimer selbst ebenfalls. Sie sind auch so ergangen. Und Horkheimer hatte kein allzu großes Interesse daran, diese alten Aufsätze neu herauszubringen. Sie sind ja größtenteils in der Immigration erschienen, nicht? In Frankreich ursprünglich. Und hat hier ein Grund, das Thema für sich, dass er lange gezögert hat, seine Zustimmung zu geben. Albrecht Schmidt hat vor allem darauf gedrungen, dass die neu herausgegeben werden. Und in diesem Referat sah Schmidt seine Aufgabe darin, diese richtigen Überlegungen Horkheimers aus den Jahren 1934, 1935 einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Und das waren also diese ökonomischen Ansätze in drei Aufsätzen von Horkheimer. Der erste Aufsatz, in dem eine völlig neue Marx-Interpretation angebahnt worden ist, heißt zum Rationalismusstreit in der deutschen Philosophie. Und in diesem Aufsatz entdeckt Horkheimer eine ganz wichtige Unterscheidung, die nicht einmal von Kosch und Lukács thematisiert worden ist, nämlich von empirischer Forschung und dialektischer Darstellung. Und da kann sich Horkheimer natürlich berufen auf das Vorwort, den Nachtrag zur zweiten Auflage des Kapitals. Und da hat Marx eben diese beiden Begriffe, die, wie der Schmidt gezeigt hat, der Hegelischen Naturphilosophie entnommen worden sind. Die hat er da auf die Ökonomie angewandt. Und das alles interessierte den traditionellen Marxismus nicht. Auch die Rosa Luxemburg hatte keinen Blick für diese Dinge. Klar, damals war Hegel so gut wie unbekannt. Um 1900 herum. Also die Hegel-Renaissance begann ja dann zwar schon vor dem Ersten Weltkrieg, aber das wurde nicht zur Kenntnis genommen von den Marx-Kapitalinterpreten. Die damalige, man kann sagen, die damalige Methode der linken Ökonomen, nicht der marxistischen Ökonomen, war natürlich eben eine positivistische. Eine analytische, positivistische, empiristische. Das sind auch schon drei Stichworte der Kritik, die auch in der Schulökonomie angewandt, anerkannt worden sind. Es gibt nämlich nicht nur die Marx'sche Kritik der politischen Ökonomie, es gibt auch eine schulökonomische Selbstkritik. Und der erste, der diesen Begriff Kritik der Nationalökonomie innerhalb der Schulökonomie gebraucht hat, ist ein Freiburger, nämlich der Walter Eucken. In seinem methodologischen Werk Grundlagen der Nationalökonomie, nicht da unterscheidet er also zwei Richtungen der Ökonomie, eine empiristische und eine begriffsrealistische Richtung. Und diese Kritik der Begriffsnationalökonomie, wie er das genannt hat, diese Kritik überschreibt er Kritik der Nationalökonomie. Und zwar handelt es sich um die, wie er das formuliert hat, große Antinomie zwischen Theorie und Empirie. Nicht, wie soll man diesen Hiatus, wie es Max Weber genannt hat, ich habe übrigens jetzt in diesen Tagen gelesen, der Max Weber hat das gestiebitzt. Es war ein Plagiat. Weber in seinen Aufsätzen über Gnies und Roscher, nicht, wo er also genau diese Probleme des Hiatus Irrationales zwischen Theorie und Empirie thematisiert, hat er fast unmöglich einen Heidelberger Philosophen abgeschrieben. Nämlich
den Freund von Georg Lukács. Nicht Scherer, nein. Eine sehr große Begabung. Heidegger fuhr extra nach Heidelberg, um mit ihm zu diskutieren. Er hat sich dann 1914 freiwillig gemeldet und ist auch gleich gefallen. Er hat zunächst mal sich mit einem Fichte-Buch geschrieben, Richard Schüler, Emil Lask. Dem kann man einiges lesen, auch bei Lukács, nicht? Die waren beide befreundet, Lask und Lukács. Und auch Adorno bezieht sich häufiger auf diesen Emil Lask. Und der Emil Lask, das ist jetzt nachgewiesen, fast wortwörtlich hat das der Max Weber genommen. Ich habe mich schon immer gewundert, woher kommt das, der Weber. Ich meine, das zeugt ja von einer gewissen intimen Kenntnis philosophischer Fragestellung, nicht die über die Rickertschen hinausgingen, weit hinausgingen. Das noch nebenbei. Also das ist dieses alte, uralte Problem, Theorie, Empirie, in den, man kann sagen, nicht-physikalischen Disziplinen. Nicht, also in der Physik und der Biologie stellt sich das ganz anders, während dagegen jetzt nun in der Nationalökonomie das Problem in der Begriffsökonomie auftaucht. Insofern hat der Eugen durchaus recht, auch wenn er spricht von der großen Antinomie, die er meint mit seinen Idealtypenlehre überbrücken zu können. Aber das ist schief gegangen. So muss er sich den Vorwurf gefallen lassen von einem konsequenteren Nominalisten als Eugen selbst, nämlich von Hans Albert, der ihm vorwarf: Du bist selbst doch Begriffsnationalökonom. Das ist ein altes Motto übrigens auch von Adorno. Er sagt, dass die Nominalisten in der Soziologie, die wurden immer radikaler und die späteren Nominalisten haben ihren Vorgängern immer vorgeworfen, ihr seid selber noch Metaphysiker. Beispielsweise, das ist das Musterbeispiel von Adorno, der Durkheim kritisiert in dieser Weise nicht den Comte und der René König kritisiert den Durkheim, dass er noch nicht die begriffsrealistischen Eierschalen abgeworfen hat. Und so ähnlich, genauso ähnlich ist es dann auch in der Ökonomie. Denn man könnte ja sagen, dass eigentlich in diesem konsequenten Nominalismus der Ökonomie sich die Ökonomie als Theorie auflöst. Und das ist übrigens dann auch die These eines anderen, eines linken Positivisten, nämlich des wohl bekanntesten marxistischen Nationalökonomen, eines Polen namens Oskar Lange. Und dieses Lehrbuch von Lange war also sehr, sehr verbreitet im ganzen Ostblock. Lange war praktisch der Chef der polnischen Planbehörde. Er hat mehrere Bücher geschrieben, die in den USA erschienen sind. Ich glaube, er war auch Professor nicht in den USA lange. Also es war der führende Ökonometriker, Statistiker und Ökonometriker in Osteuropa. Und Lange war also ebenfalls ein, ja, kann man sagen, mit Horkheimer, ein kritischer Politiker. Einer seiner Kritiker, der Roman Rostolski, der schrieb, Langes Buch enthält nichts über die Marx'sche Methode. Obwohl es ein Buch über die Methode ist. Das ist ein Papier. Was Sie hier erfahren, das können Sie auch von Hans Albert nachlesen. Nicht? Und Albert ist ja übrigens von Lange so angetan, oder war so angetan, dass er einen längeren Abschnitt in die erste Auflage von Theorie und Realität übernommen hat.
Merkel hat sowas in der zweiten Auflage das gestrichen, aber er bezieht sich immer positiv auf den Oskar Lange. Den lässt er noch gelten, ohne Nachschüsse. Den Oskar Lange. Das liegt so alles ungefähr so in der gleichen Richtung, nicht der Heinrich Rossmann, der Oskar Lange. Dann gibt es einen an Albert und Popper orientierten ex-linken Marx-Interpreten, Hellberger, der hat ein kleines Fischertaschenbuch geschrieben, Marxismus als Kritik. Ja, richtig, Marxismus als Methode heißt das, genau. Nicht als Kritik. Marxismus als Kritik. Das ist eine Heidelberger Dissertation. Ich kannte ihn recht gut. Ich war Mitglied des SDS und er auch. Und er diskutiert mit häufiger und er verstand sich also auch als Anhänger der kritischen Theorie. Und dann ist er nach Mannheim gegangen. Und Mannheim ist so eine Hochschule des Positivismus. Nämlich in Mannheim ist der tonangebende Methodologe der Hans Albert. Und der Albert hat ihn dann umgedreht. Und plötzlich entdeckte er nicht, also das sind alles vage Formeln, die der Adorno und der Horkheimer benutzt. Und Kritik, das ist zweierlei. Das ist einmal eine Kritik mit logischen Mitteln, das heißt der Nachweis der Existenz von Widersprüchen in irgendeiner Theorie gebaut. Also formal logischen Widersprüchen und Kritik durch Tatsachen. Das ist alles. Nicht? Also ein ganz und gar Marx würde sagen, vulgärökonomischer Begriff von Kritik, positivistischer Begriff von Kritik. Das heißt, solche Begriffe wie Termini wie Kategorie tauchen da gar nicht auf. Und wenn, nicht, dann wird das verwechselt mit Vorstellung. Nicht? Also Kategorien sind dann Vorstellungen, das heißt subjektive Gebilde, subjektive Vorstellung, während die Kategorie ja eine reale Kategorie sein soll. Und die Kategorie soll gleichzeitig auch reale Gegensätze thematisieren. Nicht? Und der Adorno und Horkheimer haben sich immer wieder darüber ausgelassen, nicht, dass also man den Nicht-Dialektiker, den Antidialektiker klarzumachen hat, nicht, dass es reale Widersprüche und Gegensätze gibt. Das ist, fällt den Schulökonomen deshalb so schwer, weil er den Begriff der Realität selber nicht thematisiert. Würde er es tun, dann würde er entdecken, dass es eine gestufte Realität gibt. Eine gestufte Wirklichkeit und keine einsinnige Realität. Zum Beispiel den Begriff der reellen Mystifikation. Kategorie Ware und Geld als reelle Mystifikation, hat man ja den Begriff der Realität in einen nicht sinnlichen und nicht objektiven Begriff gebraucht. Bedeutung gebraucht. Also diese Stufung der Realität ist ebenfalls im klassischen Marxismus ignoriert worden. Erstmals hat das der Georg Lukács in Geschichte und Klassenbewusstsein entdeckt, nicht, dass also Marx nicht einen vielschichtigen Begriff von Realität verwendet und dass diese Stufung der Realität, wie das der Lukács ausdrückt, natürlich seinen Grund nicht in der hegelischen Logik hat. Das ist bis heute so gut wie unbekannt geblieben. Hier war den Schulökonomen unbekannt geblieben. Den Schulsoziologen ist sicherlich wohl auch. Dagegen hat nun der Adorno genau auf diesen Punkt allergrößten Wert gelegt. Denn es geht in diesem Zusammenhang um das, was Marx im Kapital, im Fetischkapitel, gegenständlichen Schein nennt. Wieder eine paradoxe Wortverbindung. Gegenständlicher oder notwendiger Schein, realer Schein. Das heißt, es gibt nicht nur die Realität als sinnliche, als objektive, nicht, sondern es gibt die Realität als
scheinhafte, wobei dieser Schein also kein subjektiv gemachter Schein, kein willkürlicher Schein ist, wie etwa der optische Schein, sondern ein notwendig entstehender Schein. Nämlich denken Sie an die Ware, denken Sie ans Geld, denken Sie ans Kapital. Nicht? In allen drei Fällen nicht, haben wir es mit merklichen Gebilden zu tun. Also dieser Ausdruck Gebilde, der taucht in der schulökonomischen Literatur gelegentlich auf. Wird aber nirgendwo entwickelt. Was ist ein Gebilde? Nicht im Unterschied zu einem Gedanken, nicht? Und zu einer realen Struktur. Im Begriff des Gebildes nicht, das scheint etwas Geistiges aus. Und deswegen haben wir es im Begriff des Gebildes, also so, ich berufe mich hier auf Bruno Liebrucks, der das sehr gut herausgearbeitet hat, ist etwas Reales, etwas Gedankliches verbunden, schreibt Liebrucks. Und dieser Begriff des Gebildes wird auch von Marx verwendet. Und von einigen reflektierten Ökonomen. Wobei dann, es gibt selbstverständlich eine ganze Reihe von Ökonomen, die philosophisch interessiert waren. Die gibt es heute kaum noch, mit wenig, ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Aber in den 20er, selbst in der Nachkriegszeit gab es noch diese Leute. Der Hans Peter, der hatte Philosophie studiert. Und dann vor allen Dingen der Andreas Paulsen, der hat ebenfalls diesen Begriff des Gebildes verwendet, im Zusammenhang mit dem Begriff des objektiven Geistes. Ja, was ist eine Ökonomie? Ist es eine Geisteswissenschaft? Oder ist es nicht eine irgendwie der Naturwissenschaft verwandte Disziplin? Nicht, dass dieser ewige Streit zwischen den geisteswissenschaftlichen Richtungen innerhalb der Ökonomie, Sombart ist der bekannteste Vertreter der geisteswissenschaftlichen Methode, und den scientistischen Ökonomen. Schumpeter war ursprünglich ein scientistischer Ökonom, hat sich dann abgewandt von dieser scientistisch orientierten, das heißt naturwissenschaftlich orientierten Methodologie der Ökonomie. Nur noch einmal zurückzukommen zum Begriff Kritik der politischen Ökonomie. Und da hat damals zum ersten Mal der Alfred Schmidt die wichtigsten Zitate, die allerdings nicht unbekannt waren, hier in einer der ersten Ausgaben, ostdeutschen Ausgaben der Kritik der politischen Ökonomie, da findet man das im Anhang. Und als ich als Student von der Zwangsvorstellung geplagt war, dass ich vor dem Vordiplom mir also die Marxische Kritik der politischen Ökonomie anzueignen hatte und nicht vorankam, da ging es unter anderem also auch um diese Briefstellen, die der Alfred Schmidt dann später hier herangezogen hat und die ich Ihnen hier mal vorlesen möchte. Und zwar handelt es sich um eine berühmte Stelle aus einem Brief an Ferdinand Lassalle. Und dieser Brief und noch einige interessante Passagen finden sich zwar in dieser Ausgabe von 1958, DDR-Ausgabe 58, und in den späteren Ausgaben hat man es gestrichen. Ganz seltsam. Nicht nur dieses Zitat, sondern auch noch eine längere Abhandlung, die für mich später mein Leib- und Magentext werden sollte, die ich auch damals nicht verstanden habe. Und ich habe mich hier abgeplagt mit diesem Text und musste das Vordiplom um 2 Jahre verschieben. Zumal wir in jener Zeit einen anderen Text zum ersten Mal gelesen haben, in die Hände bekamen. Und ich war erschrocken, als ich die erste Seite aufgeschlagen hatte, nämlich den Rohentwurf des Kapitals. Und
Vor diesem Rohentwurf scheuen die Schulökonomen auch heute noch. Nicht, also ich kenne nicht einen einzigen Ökonom, von dem zu unterstellen ist, er hätte die Grundrisse, nicht so heißt dieser Rohentwurf, gelesen. Allenfalls mal werden so ein paar Zitate herausgenommen. Nicht, aber das, was Marx unter dialektischer Darstellung verstand, das findet man nur im Rohentwurf. Und als er dann später im Kapital, im Vorwort zwar, auf Differenz von Darstellung und Forschung verwies, wir waren uns einig, eben gerade in unserer Diskussion, dass es sich natürlich letzten Endes um den Hegelschen Gegensatz von Verstand und Vernunft handelt. Das ist dies, genau dieses Kategorienpaar empirischer Forschung, sprich Verstand und dialektische Darstellung, sprich Vernunft. Also das ist natürlich dies, der Hintergrund, der Hegelsche Hintergrund dieser Unterscheidung und auch dem anderen Kategorienpaar, vulgäre Kritik und wahrhafte Kritik, liegt natürlich diese Unterscheidung zugrunde. Ich glaube, darauf bin ich noch nicht eingegangen, auf diese Unterscheidung. Die findet sich bereits schon in der Kritik des Hegelschen Staatsrechts. Also eines der ersten Arbeiten von Marx, die erste größere Publikation auf philosophischen Sektor, da unterscheidet er zwischen, das sollte ich doch noch vorlesen, unterscheidet er zwischen der wahren Kritik und der vulgären Kritik. Und die vulgäre Kritik, das ist der positivistische Begriff von Kritik. Nicht? Also er sagt, die vulgäre Kritik besteht nur darin, festzustellen, dass 2 mal 2 nicht gleich 5 ist. Das heißt, dass hier Regeln der formalen Logik verletzt werden. Das ist die vulgäre Kritik. Und die wahrhafte Kritik, in diesem Fall ging es also um die heilige Dreieinigkeit, in diesem Beispiel wird dieser Unterschied exemplifiziert, die wahre Kritik besteht darin, die Genesis des Kritisierten aufzuzeigen. Nicht? Und das ist genau diese Methode, nicht die Marx da zeitlebens operieren soll. Das heißt, es gibt eine absolute Kontinuität in methodologischer Hinsicht zwischen den Frühschriften und den Spätschriften. Genesis der ökonomischen Kategorien, nicht? Das ist auch, das könnte man auch unter Darstellung verstehen. Ja, und wie ist nun diese Genesis zu begreifen? Tja, das sind uns sehr, sehr subtile Dinge. Ich kann das nur sprachwortartig skizzieren. Wer sich mit dem zweiten Band des Kapitals beschäftigt hat, dem sind drei Figuren des Kreislaufes geläufig, des Kapitalkreislaufes. Und die zweite Figur des Kreislaufes, nicht das die Figur P, GBG, P, im Unterschied zu GBG, und da sagt der Marx, diese zweite Form, es gibt drei Formen des Kreislaufes, diese zweite Form des Kreislaufes ist die Kritik der ersten Form. Ja, was ist das für ein Kritikbegriff? Das ist der Hegelsche. Nicht denn, diese zweite Form sollte sein, ob das nun klappt, das ist eine andere Sache, das sind also sehr lapidare Bemerkungen von Marx, ist die dialektische Aufhebung der ersten Form. Die zweite Form ist die dialektische Aufhebung der ersten Form. Das heißt, es sind Selbstaufstufungen, Selbstnegationen der ersten Form. Nicht? Die erste Form ist unvollendet und sie wird vollendet in den folgenden Formen. Und dieser Begriff der Kritik ist meines Wissens überhaupt noch nie diskutiert worden. Es sind ja nur ganz kurze Bemerkungen. Man überliest das sehr leicht.
Und so könnte man eigentlich sagen, das wäre eine These von mir, die mir damals, der Gedanke ist mir aber damals, war mir nicht geläufig, als ich das erste Buch geschrieben habe, dass die sogenannte Zirkulation, nicht, das ist also nicht der Geldkreislauf im dritten Kapitel des ersten Bandes des Kapitals, dass die Zirkulation die bestimmte Negation des Produktentausches, genau gesagt des Tauschs von prämonetären Waren. Also wer mit diesen Dingen einigermaßen vertraut ist, den könnte das etwas sagen. Nicht, dass die Zirkulation ähnlich wie die zweite Kreislauffigur die Selbstaufstufung nicht der ersten Kategorie ist, das, was ich prämonetäre Werttheorie genannt habe, den prämonetären Wert. Aber damals war mir diese Überlegung fremd, als ich das hier geschrieben habe. Das war damals meine Dissertation vor 30 Jahren. Und da wir ja alle mehr oder weniger als Soziologen in Philosophie dilettiert haben, nicht? Aber eben halt als Pflichtfach Ökonomie hatten. Nicht, also Ökonomie war im Soziologiestudium das erste Pflichtfach. Bezeichnenderweise hat das in der Habermas aufgehoben. Nicht? Nicht da ist die Ökonomie hinaus befördert worden. Aber unter anderem war Ökonomie nicht in jener Prüfungsordnung, die noch Adorno verfasst hatte, war Ökonomie erstes Pflichtfach. Und dann wurde es ja abgestuft zum Wahlfach. Und mittlerweile habe ich mir sagen lassen, viele Soziologen, die hören überhaupt keine ökonomischen Vorlesungen mehr. Aber was uns damals schon aufgefallen ist, ich war in den 70er Jahren häufig beauftragt, an den die Prüfung in Ökonomie für Soziologiestudenten zu protokollieren. Und da ist mir in diesen Prüfungen immer aufgefallen, ist mir auch ähnlich ergangen, dass die Studenten, die sich damals mit Marx noch beschäftigt haben, keine Vermittlung gefunden haben, nicht zur Volkswirtschaftslehre. Die beiden Lehrbücher, die schienen auf verschiedenen Welten geschrieben zu sein. Sie waren völlig inkommensurabel, aber diese Inkommensurabilität beruht natürlich nur auf unserem mangelhaften Verständnis, natürlich auf der Methode des Marx'schen Kapitals. Denn hätten wir sehr genau den dritten Band studiert in jener Zeit, also insbesondere die Kapitel über die trinitarische Formel, über die Begründung der Marx'schen Kritik an der Volkswirtschaftslehre als Vulgärökonomie, dann hätten wir sehr wohl gesehen, wo da die Weichen gestellt worden sind, nicht in völlig verschiedenen Richtungen. Nicht denn für den Ökonom ist das etwas Selbstverständliches, nicht was für Marx Gegenstand der Kritik ist, eben der Begriff des Produktionsfaktors. Und der wird kritisiert im dritten Band. Nicht da gabeln sich die Wege. Von da aus hätten wir auch diesen Zugang gefunden, nicht zu einem Theorievergleich, könnte man sagen, zwischen Marx und der Schulökonomie. Aber wir haben uns dann natürlich blöffen lassen von der mathematischen Fassade, nicht dessen, was also Marx Vulgärökonomie genannt hat. An dieser Marx-Theorie der Vulgärökonomie, da sind sich zumindest die linken Ökonomen teilweise einig. Also zum Beispiel Leute wie Gerhard Kader, ja, in diesem Sammelband Seminar Politische Ökonomie. Und auch noch der Wolfstädter, ich weiß noch was. Wie? Vogt auch, ja. Ja, die sagen, also das, was Marx Vulgärökonomie nannte, das ist die selbstverständliche neoklassische Ökonomie von heute. Da hat sich nichts geändert.
Nicht, denn die Grundbegriffe der bulgären Ökonomie oder der neoklassischen Ökonomie sind die Lehre von drei Produktionsfaktoren. Und das ist notwendig zu schreiben. Nicht also den Marx-Begriff des notwendigen Scheins kann man sich nur machen an dem Begriff des Produktionsfaktors. Aber das führt jetzt zu weit. Ich will nur sagen, also dieser Begriff der Kritik hat natürlich eine ganze Reihe von Aspekten. Wie es in diesem Lexikon-Artikel heißt, Kritik selber ist ein mehrdeutiger Begriff. Nicht also den Begriff der Kritik als Scheidekunst zum Beispiel. Ja, ich hab, mir ist dieser Definition noch nie begegnet in der marxistischen Diskussion. Den Begriff, den habe ich gefunden, wie gesagt, im dritten Band von Sprache und Bewusstsein von Bruno Liebrox im Zusammenhang mit seiner Kritik der kantischen praktischen Vernunft. Ja, aber ich will jetzt als zum Schluss noch einmal, davon bin ich abgekommen, dieses Zitat aus dem Brief von Ferdinand Lassalle von Marx und Ferdinand Lassalle vorlesen. Und das hat also zum ersten Mal eben der Alfred Schmidt auf diesen Kolloquium und noch eine Reihe von anderen esoterischen Zitaten thematisiert. Die Arbeit, schreibt Marx im Februar 58, das ist also ein Jahr vor der Veröffentlichung der Schrift zur Kritik der russischen Ökonomie, die ist im Januar 59 erschienen, also 11 Monate vor dem Erscheinen aus links dieser ersten Darstellung des Marxischen Systems. Da schreibt an Lassalle, Lassalle hat nämlich diese Arbeit vermittelt, den Dunker Verlag in Berlin. Nicht? Deshalb dieser Briefverkehr zwischen Marx und Lassalle. Marx lebt in London, Lassalle in Berlin. Und Lassalle hat also diesen Verlag auswendig gemacht. Und da berichtet es halt mit der Marx über das, was er davor hat. Und schreibt, die Arbeit, um die es sich zunächst hier handelt, ist Kritik der ökonomischen Kategorien. Oder, wenn man will, das System der bürgerlichen Ökonomie kritisch dargestellt. Es ist zugleich Darstellung des Systems und durch die Darstellung Kritik desselben. Das ist eine sehr dunkle Formel. Deswegen, also, als ich das Fortnite machen wollte, bin ich nicht dahinter gestiegen, was das eigentlich bedeuten sollte. Und ich höre das übrigens auch nicht bei Adorno. Also der erste, nicht der das also im breiteren Publikum vorgestellt hat, war eben Alfred Schmidt, hier in diesen, auf diesem Kolloquium. Und interessanterweise, auf diesem Kolloquium haben ungefähr fast 20 Ökonomen teilgenommen, großenteils Professoren. Und darunter eigentlich sehr bekannte. Mondell war anwesend, dann ein sehr angesehener westdeutscher Ökonom, Gisbert Rittig, und Nell Bräuning, der Jesuitenvater Nell Bräuning, ließ also, er war erkrankt, ließ sein Referat vortragen. Und es waren vor allem die Ostdeutsche, zum ersten Mal ostdeutsche Ökonomen da. Darunter einer der Chefökonomen, der Reinhold, der junge Mann von Ulbricht. Die kam also mit etwa 4, 5 Behrens, war auch dabei. Die hatten den Behrens zu beaufsichtigen. Das steckte dahinter. Den Ketzer Behrens, Fritz Behrens, der also für eine Synthese vom Plan und Markt eingetreten ist. Und da gab es also heftige Auseinandersetzungen mit DDR. Sollte man dem jugoslawischen Beispiel folgen oder dem sowjetischen. Und Behrens nicht also tendierte zu den Jugoslawen. Und das ging der Ulbricht zu weit. Ulbricht war ja selbst dann für eine Dezentralisierung, nicht? Und eben einer seiner jungen Leute war dieser Reinhold, der hier auch an diesem Kolloquium teilgenommen hat.
Aber keiner von diesen Ökonomen hat sich einlassen können auf das Referat von Alfred Schmidt. Der Schmidt war völlig isoliert. Und ich war absolut verständnislos. Das hört nicht zum ersten Mal, diese Dinge. Das ist also die Kritik der politischen Ökonomie eine dialektische Kritik sein soll, was immer man darunter zu verstehen hat. Es ist von Schmidt natürlich auch nicht aufgearbeitet worden. Einfach deshalb, also mit breche ich ab. Es gab also in der Frankfurter Schule, in der kritischen Ökonomie, ein mangelhaft thematisiertes und letztlich ungelöstes Problem. Sie konnten nicht so recht sagen, was es mit dieser Bestimmung der Zellenform des Systems auf sich hat, nämlich mit der Ware als dialektische Einheit von Gegensätzen. Also Adorno und vor allem die Horkheimer haben das Problem sehr klar erkannt. Und die Studenten Reichelt und Backhaus, die sind zum Horkheimer in die Sprechstunde gegangen und wollten das gern erfahren. Nicht? Und Horkheimer geriet da in große Verlegenheit. Und erzählte das dem Adorno, und wir sind dann anschließend zum Adorno, der wusste das schon. Und der geriet ebenfalls in Verlegenheit und verwies uns dann an den Pollock. Ja, und der wusste schon gar nicht Bescheid. Also das war der wunde Punkt der kritischen Theorie in Frankfurt, dass das Problem der Dialektik eben auch ein Problem der Dialektik der Ware ist. Und dass diese Entfaltung, dialektische Entfaltung der Ware zum Geld und zum Kapital, gewisse Dunkelheiten auf sich mit sich bringt. Marx hat das meines Erachtens nach richtig behandelt. Aber das sind esoterische Passagen, nicht? Die sind eigentlich nur den professionellen Marx-Interpreten bekannt und finden sich hier noch in dieser alten Ausgabe der Schrift zur Kritik der russischen Ökonomie. Da ist noch eine Zusammenfassung der Schrift zur Kritik der russischen Ökonomie durch Marx selbst enthalten. Und das war so in den letzten 20 Jahren mein Leib- und Magentext. Und da darf ich Ihnen abschließend eine Passage vorlesen, aus der ganz klar hervorgeht, dass Marx die Entwicklung von der Ware zum Geld tatsächlich dialektisch konstruiert hat. Ebenso den Übergang vom Geld zum Kapital. Also, das ist eine Zusammenfassung der Schrift zur Kritik der politischen Ökonomie, einen langen Brief an Engels. Und Engels hat also nun große Schwierigkeiten, diesen Brief zu verstehen, hat in seiner Antwort das auch offen bekannt, dass er die dialektischen Übergänge, wie er es nennt, nicht so richtig verstanden hat. Und zwar lautet, ich kann das natürlich nur mittlerweile auswendig, habe das gar nicht aufzusuchen, lautet diese wichtige Passage folgendermaßen. Aus dem Widerspruch zwischen dem Wert in seinem bestimmten Dasein als Gebrauchswert aus dem Widerspruch zwischen den allgemeinen Charakteren des Werts, er sagt nicht, was das eigentlich für Charaktere sind, mit ihrem Dasein in einer bestimmten Ware, und diese allgemeinen Charaktere sind dieselben, die später im Geld erscheinen, ergibt sich die Kategorie des Geldes. Aber was heißt das alles? Aber jedenfalls, er spricht von einem Widerspruch, von einem realen Widerspruch. Er behauptet, Marx, es gibt einen Widerspruch zwischen den allgemeinen Charakteren des Werts und ihren
bestimmten Dasein in einer besonderen Wahrheit. Bloß, das ist alles nur in Umrissen dargestellt. In sehr schwer verständlichen Sätzen berichtet Alan Engels über diese dialektischen Konstruktionen. Und wenn man das jetzt nun ernst nimmt, nicht diesen Satz, dann hat man eigentlich auch schon einen klaren Begriff der dialektischen Einheit von Wert und Gebrauchswert. Denn wenn die allgemeinen Charaktere des Werts dieselben sind, die später, nämlich in der begrifflichen Entwicklung, im Geld erscheinen, dann sind also die allgemeinen Charaktere des Geldes auch die allgemeinen Charaktere des Werts. Logisch. Ja, aber was sind diese allgemeinen Charaktere? Das wird von Marx an dieser Stelle nicht entwickelt. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, denn es gibt ungefähr 35 verschiedene Bestimmungen von Wert. Also ich persönlich meine, also man kommt mit 10 Bestimmungen aus. Also die wichtigsten sind die Folgen. Abstrakter Wert, allgemeiner Wert, objektiver Wert und die entsprechenden Gegenbegriffe, drei Gegenbegriffe und nicht zuletzt absoluter Wert. Also absoluter, allgemeiner, abstrakter Wert, objektiver Wert und die entsprechenden Gegenbegriffe. Dann ist aber auch zu klären, das Verhältnis dieser Wertbegriffe zu anderen Begriffen, vor allen Dingen zum Begriff des Preises und zum Begriff des Äquivalents. Nicht also, das ist sehr verwirrend, kann man ist immer als Labyrinth empfunden worden, das Wert Labyrinth. Ja, und was sind denn jetzt nur die allgemeinen Charaktere des Werts in diesem Kontext des Übergangs wahre Geld? Naja, ich würde Ihnen einrichten, dass ein allgemeiner Charakter die Allgemeinheit des Geldes, die und das ist jetzt ein Marxischer Terminus, der absoluten Austauschbarkeit ist. Und wenn man das jetzt nun rückbezieht auf die Ware, nicht, dann ist der Gegensatz, der dialektische Gegensatz von Wert und Gebrauchswert, und in den Rohentwürfen heißt es, sie fallen unmittelbar auseinander und fallen unmittelbar zusammen. Auch eine hegelische Wendung. Dann ist diese Einheit natürlich, diese dialektische Einheit, die da auseinanderfällt, wie Marx im Rohrentwurf schreibt, die von absoluter Austauschbarkeit und nicht absoluter Austauschbarkeit. Man kann das natürlich auch so formulieren, die dialektische Einheit von Wert und Gebrauchswert ist die zwischen der Ware als sinnlichen Dingen, Gebrauchswert und übersinnlichen Ding, Wert. Man kann das abwandeln auch in das Verhältnis von besonderen und allgemeinen und damit auch die Beziehung zu Hegel hergestellt. Dieser, würde ich sagen, dass man kann schon sagen, das wichtigste Theorem nicht der Marxischen Ökonomie ist bis heute nicht diskutiert worden. Und der Begriff der Kritik der ökonomischen Kategorien kann man also auch nur von dieser dialektischen Darstellung her bestimmen. Man kann nun sagen, ja, schön, was soll das alles? Du kannst ja recht haben, nicht, dass es so etwas gibt wie einen dialektischen Widerspruch. Also Adorno liegt also größtenteils darauf, obwohl es nur intuitiv erfasst hat. Das muss ich immer wieder betonen. Aber es gibt einige Formulierungen von Adorno, das kann ich anschließend nochmal darauf eingehen, wo er ganz nah dran ist. Wo es fehlt gewissermaßen nur noch das i-Tüpfelchen. Nicht, aber intuitiv hat er es erfasst. Und er hat es auch ausgesprochen, vielfach nicht, dass es hier mehr oder weniger auf, was übrigens auch der Schumpeter häufig sagt, auf Intuition ankommt. In der Diskussion kann ich nochmal auf diese Sätze eingehen, wo Adorno nah dran ist, nicht diese Dialektik von Ware und Geld zu erkennen
Und was noch putziger ist, die Positivistin John Robbins, das ist dasselbe Problem, intuitiv erfasst. Okay, das wär's mal. Okay.